Hallo zur neuen Ausgabe Retro Snippets. Eigentlich sollte die Folge 81 was ganz anderes werden, aber das, worum es da geht, das ist heute erst per Paket gekommen, ein bisschen zu spät. Deswegen habe ich mal kurz was eingeschoben, und zwar aus gegebenem Anlass. Gestern habe ich festgestellt, mein Dreamcast spinnt völlig herum, und deswegen zeige ich jetzt mal, wie man die Kiste repariert. Ja, mein Dreamcast hat sich einfach immer wieder ausgeschaltet und hat dann resettet. Das ist ein ganz häufiges Phänomen beim Dreamcast. Und das liegt an einem ganz blöd gestalteten Stecker. Den kann man ganz unglaublich leicht fixen, und das zeige ich jetzt mal. Also erstmal muss natürlich die Konsole wieder mal auf. Das Dreamcast lässt sich ganz wunderbar öffnen mit jedem Schlitzschraubendreher. Das sind 4 Schrauben und keine Spezial-Nintendo-Dinger. Ganz herrlich. Hier muss man einmal das Modem rausnehmen, und darunter ist dann die 4. Schraube, und schon hat man die Konsole offen. So, dann hier mal ein Blick auf die geöffnete Konsole, einmal das Laufwerk, unten vorne, da sind die Joypad-Ports, und das ganz große da links, das ist das Netzteil. Und dieses Netzteil, das ist mit diesem Steckverbinder hier aufgesteckt auf das Mainboard, und da hapert's. Da muss jetzt ein bisschen was passieren. Diese Steckverbindung scheint mit der Zeit ein bisschen auszuleiern. Um das Ganze jetzt hier mal zu lösen, muss ich noch 2 weitere Schrauben entfernen, und schon kann ich das Netzteil rausnehmen. Das hebelt man nun also vorsichtig so ein bisschen hoch. Hier ist noch so ein Kunststoff-Nupsi, der das Ganze festhält, und hinten die Buchse muss man auch so ein bisschen hebeln. Dann das Kabel gelöst. Hier rechts sind dann also die Pins, die von unten in diese Buchse reingreifen, und die Kontakte in der Buchse sind offensichtlich dann häufig ausgeleiert, sodass dann kein Strom mehr kurz reinkommt und es zum Reset kommt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, von Zahnstochern, die man da reinsteckt, damit die Pins gegen die Buchse gedrückt werden. Ich habe mich entschieden, die Pins einfach ein bisschen zu verbreitern, indem ich da was dran löte, weil mir das deutlich haltbarer erscheint, als da irgendwelche Zahnstocher reinzustecken. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das Ganze fest zu verlöten. Das würde ich eigentlich nicht machen, denn dann kann man natürlich das Netzteil nie wieder entfernen oder nur ganz aufwendig. Und wenn man dann mal irgendwas reparieren möchte oder ein VGA-Mod machen möchte oder so, dann gibt es ein großes Hallo. So kann man es also wieder zusammenstecken und auseinanderziehen, wie man das möchte. So, das war's schon. Dann habe ich noch gelesen, dass es auch was bringen kann, wenn man die ein bisschen biegt. Ich glaube, das mit dem Löten, das wäre schon okay, aber ich habe es jetzt einfach mal ein bisschen gebogen. Schaden kann es ja wahrscheinlich nicht. So, und dann jetzt mal das Netzteil wieder drauf. Als ich das draufgesteckt habe, habe ich also deutlich gemerkt, dass es wesentlich mehr Widerstand hatte. Also da sollte jetzt deutlich Kontakt wieder hergestellt sein. Ja, und das war es dann auch schon. Dann wieder alles zusammen, das Kabel nicht vergessen hinten. So sieht das dann aus, immer noch auseinanderziehbar, aber eben wieder mit Kontakt. Hier hat jemand das komplett verlötet. Das würde ich, wie gesagt, eher nicht tun. Wenn man die Konsole schon gerade offen hat, dann kann man sich auch gleich nochmal hier hinten diesen kleinen Pinökel angucken, ob der vielleicht verdreckt ist oder so. Der ist nämlich dafür zuständig, der Konsole mitzuteilen, dass die CD-Lade geschlossen ist. Aber das sieht ja hier bei meiner ganz okay aus, insofern Alles gut. Tja, und tatsächlich, seitdem läuft die Dreamcast wieder durch, so wie man es gewohnt ist, keine Probleme mehr. Ja, wer mitmachen möchte, wir machen einen kleinen Underdefeat Highscore-Wettbewerb. Einfach mal reinschauen im Forum, da könnt ihr dann eure Scores posten. Ansonsten viel Spaß beim Zocken und bis zur nächsten Folge. Tschüss!